Willkommen Leute, ich bin's, Simon von Machbar. Heute geht es um das Thema Sprinten. Ich habe für euch drei Übungen rausgesucht. Wenn ihr die aktuell noch nicht bei euch im Trainingsplan habt, dann solltet ihr die definitiv einbauen, denn die machen euch schneller, die verbessern eure Sprinttechnik und sie sind wirklich einfach für euch umzusetzen. Gerade wenn ihr einen Teamsport spielt, zum Beispiel Football, Fußball, Handball, ist es sehr, sehr wichtig, denn Speed kills. Also ist für euch die Schnelligkeit ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Sprinttechnik im Allgemeinen ist für euch sehr wichtig beim Teamsport. Okay? Ihr solltet aber nicht vergessen, dass wir auch nicht übercoachen wollen. Also ich habe viele Fußballspieler schon gehabt, wo wir wirklich eine sehr, sehr schlechte Sprinttechnik gesehen haben, die wir ganz einfach verbessern konnten, wirklich durch wenig Mittel. Und dadurch sind die Spieler automatisch schneller geworden. Und meistens habe ich eine dieser Übungen verwendet oder alle drei. Und das Tolle daran ist, ihr braucht relativ wenig Zeit, wenig Aufwand und holt viel dabei raus. Okay? Trotzdem sollten wir wissen, wir müssen nicht perfektionieren. Das bedeutet, wir sollten keine Zeit, nicht zu viel Zeit verlieren und nicht den Fokus daraus verlieren, weil ihr lauft auf dem Spielfeld natürlich nicht immer geradeaus. Unterscheiden muss man natürlich die Beschleunigungsphase und die Endphase bei einem Sprint. Und auch dafür haben wir unterschiedliche Übungen. Wir haben nachher die Power Bounce, die auf jeden Fall für die Beschleunigungsphase sehr wichtig sind. Dann haben wir aber andere Übungen, die ihr nachher sehen werdet, wo wir mehr nach der Beschleunigungsphase in der Endphase sind, um die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten und noch etwas schneller zu werden. So, jetzt möchte ich euch nicht länger aufhalten. Let's go. Let's go to the work. Viel Spaß bei den Drills. Baut sie ein. Denkt dran, die sind sehr, sehr hilfreich für euch. Definitiv. Also baut sie ein, übt sie, macht sie und werdet ein schnellerer, besserer Athlet. Bei den Powerbounce solltet ihr darauf achten, dass ihr schön das Knie vorne hochzieht und das hintere Bein komplett gestreckt habt. Dazu haben wir vom Oberkörper her eine sehr schöne Vorlage. Okay? Wichtig ist, dass ihr wirklich maximale Kraft in den Boden reinbekommt und das ist sehr wichtig für eure Beschleunigungsphase. Ihr seid vorgelegt, ihr habt das hintere Bein komplett gestreckt, das zweite Bein vorne direkt unter eurem Körperschwerpunkt und ihr bringt richtig Kraft in den Boden rein und geht in den nächsten Step rein. Okay? Hinteres Bein gestreckt, vorne das Knie schön nach vorne gezogen und dann explosiven Step nach unten. Das ist sehr wichtig, dass man das lernt und dass man das auch umsetzen kann. Die Straight Leg Bounce. Das ist eine sehr, sehr gute Übung, um zu lernen, die hintere Oberschenkelmuskulatur mit beim Sprint zu verwenden. Also ihr kriegt hier Power rein, ihr arbeitet auch nur über den Vorderfuß und kommt die Kraft nach vorne nur über die hintere Kette machen. Okay? Sehr gute Übung, die ihr auch in jedes Warm-up integrieren könnt, sobald ihr etwas warm seid. Ist doch eine sehr wichtige Übung, weil viele Leute einfach nicht richtig die hintere Oberschenkelmuskulatur bei einem Sprint mitnehmen können. Und das sehen wir auch in der nächsten Übung. In dieser Übung haben wir das Anfersen mit einem Kick nach unten. Ihr seht, das ist sehr, sehr explosiv und hier muss auch wirklich ein Kick nach unten kommen. Und auch wichtig ist, dass wir die Ferse richtig schnell zum Gesäß ranziehen. Das ist nachher, wenn ihr einen Sprint macht, sehr wichtig, dass wenn das Bein von hinten kommt, zügig an die Ferse ran, vorne wieder nach unten und mit Kraft in den Boden reindrücken, dass dieser Transfer, dass die Schnelligkeit kommt und die Kraftübertragung stattfindet. Mit den Übungen kann ich euch wirklich garantieren, wenn ihr sie bisher noch nicht gemacht habt, dass ihr wirklich schneller werdet. Dass ihr die Sprinttechnik verbessert und dass ihr schnell merken werdet, wie viel Schnelligkeit auf einmal mit dazu kommt. Das sind einfache Drills, die ihr einfach einbauen müsst, um an eurer Performance zu arbeiten, athletischer zu werden, schneller zu werden und dann dadurch natürlich ein Playmaker zu werden. Das bedeutet, dass ihr wirklich im Spiel ansagt, über Sieg oder Niederlage und natürlich ein Go-To-Guy sein. Okay, also von dem her, baut die Übungen mit ein, bei Fragen einfach das Video kommentieren und sehr, sehr gerne mich abonnieren, würde mich freuen und seid ihr auch auf dem Laufenden, wenn es um das Thema Athletik, Training, Performance und Ernährung geht. Bis dann, denkt dran, alles ist
machbar.